Katzen, hier sind wir mal wieder. Heute mal wieder mit einem Extra-Lama und zwar geht's heute um mich. Ja, servus. Ich habe mir eben gedacht, dass unsere neuen Rezensenten, einen habt ihr noch gar nicht gesehen, der wird bald mal bei uns auftauchen, dass wir die einfach mal vorstellen. Heute beginnen wir mit Tobi. Ich habe so ein kleines Interview vorbereitet und wollen einfach mal so sprechen. Jetzt nichts Privates, eher so auf spielerischer Ebene. Ja, was euch so vielleicht am meisten auch interessiert. Dass ihr einfach mal wisst, wer da eigentlich so hinter der Kamera sitzt. Genau, was das für ein Typ ist. Richtig. Dieser komische Tobi. Ja, der mit den seltsamen T-Shirts. Okay, erste Frage. Wie bist du eigentlich so zum Spielen gekommen? Zum Spielen gekommen? Du stellst gleich zu Anfang schwierige Fragen. Also so ein Grundstock an Spielen hatten wir zu Hause. Ich komme jetzt nicht so aus einer Brettspielfamilie, aber so den Siedler von Catan oder so hat man schon zu Hause rumstehen. Und ja, weiß nicht, ich glaube, das war so der große Spieleabend, an den ich mich erinnere. Da durfte ich tatsächlich mal mit einem großen Bruder zu seinen Freunden gehen und wir haben Siedler von Catan mit Städte und Ritter gespielt. Ja, das war, oh ja. Wahrscheinlich war das nur cool, weil eben mein großer Bruder und seine Freunde da waren, aber... Also weiß ich nicht, so. Ich glaube, das war der Anfang. Ja, ist witzig. Bei mir hat es auch vor allem mit Siedler von Catan angefangen. Eigentlich ein bisschen traurig. Ja. Aber wir haben es jahrelang gespielt und ja. Jedes Wochenende, also bis in die Puppen. Jo, cool. Nächste Frage. Was ist so dein aktuelles Lieblingsspiel? Ich hasse diese Frage selbst, weil ich habe kein aktuelles Lieblingsspiel. Also, oder ich kann eigentlich nie sagen, das ist so mein Lieblingsspiel. Also. Zumindest nicht auf all times, sondern das ändert sich ja ständig. Mhm. Wie ist es bei dir? Es kommt darauf an, wie du das einschränkst. Also wenn du wirklich nur sagst, Brett- und Kartenspiel, könnte ich jetzt auch nicht sagen, so das ist das Spiel. Wenn du sagst, wir nehmen Pen und Paper dazu, dann sage ich das Schwarze Auge. Also ich war ja auch auf der Redcon, ich wurde ja sogar erkannt. Ich darf mich ja quasi als Berühmtheit zählen. Prominent. Also wenn Pen und Paper dazu zählt, dann würde ich sagen, das Schwarze Auge. Wenn wir sagen, nee, dann... Small World steht bei mir sehr hoch im Kurs, okay. Weil ich bin keine Person, die Würfelglück hat. Ich weiß nicht, was Fortuna gegen mich hat. Ja? Ich glaube, du kennst es auch so ein bisschen. Ja. Und Small World, einfach gut, Kampfsystem kann man es, glaube ich, nicht wirklich nennen, aber dass es einfach ohne Würfel auskommt und die Thematik. Da. Ja, und schnell gespielt auch. Ne? Richtig. Okay, was macht für dich so den Spaß am Spielen aus? Also warum spielst du Brettspiele? Was begeistert dich daran? Das ist zum einen Punkt die Thematik, also ich sitze eine halbe Stunde am Tisch oder eine Stunde oder zwei Stunden, je nachdem wie lange es halt dauert und dann bin ich in dieser Thematik drin, ich bin in dieser ganzen Szenerie drin und ich habe sehr viel Spaß, mich eben in sowas reinzudenken und ja, der zweite Teil vom Spaß, der auch wirklich eigentlich den größeren Teil einnimmt, sind die verschiedenen Systeme auszuprobieren. Also jetzt im Gegensatz zu einem Computerspiel hat man halt da eben Strategiespiele, die aber halt irgendwie doch immer so ein bisschen gleich sind. Also Age of Empires ist halt irgendwie doch so ein bisschen wie Warcraft 3. Aber bei einem Brettspiel kann man jetzt einen Deckbuilding-Mechanismus benutzen oder was weiß ich was, einen Worker-Placement für dieselbe Thematik. Und das finde ich interessant. Und dann auch einfach zu gucken, wie man das am sinnvollsten nutzt. Genau, das ist es so. Okay. Jo, welche Spiele magst du überhaupt nicht? Welche Spiele ich überhaupt nicht mag? Also mein Hassspiel ist ja Monopoly, Mensch ärgere dich nicht und Risiko. Ja, also du würdest jetzt wirklich Beispiele haben. So was mag ich gar nicht, ja Siedler. Siedler, weil es hat einfach so diesen strategischen Rahmen und alles basiert auf dem Würfelwurf und wenn das nicht klappt, dann ist das egal. Und ja, das finde ich geht gar nicht. Risiko habe ich ewig nicht mehr gespielt, aber ich habe es auch noch schlecht in Erinnerung. Und das sind so die zwei Gründe. Spartacus habe ich auch noch sehr schlecht in Erinnerung. Ja. Tja, das gehört dazu bei uns. Ja, ist ja auch okay. Worker Placement bin ich leider unglaublich schlecht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Worker Placement liegt bin ich. Nicht, dass ich was gegen die Spiele habe, aber die Spiele haben was gegen mich. Okay, das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Das ist halt ziemlich gut. Welches Spielgenre bevorzugst du, beziehungsweise welches magst du jetzt nicht so? Ja, also jetzt mir nochmal, was weiß ich, kooperativ, Würfelspiel, Partyspiel. Ja, wie gesagt, wenn Würfel draußen bleiben, bin ich nicht böse. Also ich habe nichts dagegen, wenn ein Glückselement drin ist, ist alles okay. Nur wenn ich ein Spiel habe, wo ich
in einer Tour Würfel oder gerade wenn es eben diesen strategischen Rahmen hat, aber irgendwo dann noch die Glückskomponente zu groß reinzählt, dann macht mir das dann nicht mehr so viel Spaß. Also ich mag Spiele, die jetzt nicht ausarten, die nicht 4-5 Stunden dauern, aber man darf definitiv am Tisch sitzen und nachdenken. Das ist ja so mein kleinerer Anspruch. Okay. Oder das ist das, woran ich Spaß habe. Wenn dann die Thematik, wie gesagt, noch schön umgesetzt ist, freue ich mich auch. Aber das ist so, naja. Welches Genre ist jetzt so nicht deine erste Wahl, sag ich mal? Also bei mir ist es so Partyspiel. Da kann ich irgendwie nicht allzu viel mit anfangen. Ich mach's gern mal, aber ich brauch's nicht dauernd. Ja, so gar nichts anfangen, habe ich eigentlich nicht wirklich was, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich meine, gut, das Spiel muss was hergeben. Ich meine, schlechte Spiele gibt's in jedem Genre, aber nee, ich glaube, ich habe nicht so wirklich ein Genre, wo ich sage, das mag ich gar nicht spielen. Also ich glaube, so wirklich das Genre, um mal wirklich da ein Genre zu nennen, ist, glaube ich, kooperativ, was mir dann gefällt. Das ist, habe ich schon ein bisschen Spaß dran dann. Okay. Ja. Gibt es Mechaniken, die du besonders magst? Du hast jetzt schon bei Worker Placement angesprochen, dass das nicht so dein Ding ist. Zumindest jetzt vom Erfolgsgefühl her. Naja, ich mag Beatspiele. Also einfach so, wenn man es eben noch schafft, so ein bisschen die Poker-Atmosphäre da an den Tisch zu bekommen. Keyflower fand ich da zum Beispiel cool, also hat mir gefallen. Hast du jetzt schon Boomtown gespielt? Ja, natürlich habe ich schon Boomtown gespielt. Boomtown auch, ja, fand ich auch gut. Mein Lieblingsspiel. Ja, auch einfach, wenn Interaktion da ist. Also ich mag das nicht, wenn man wie bei Dominion da sitzt und jeder spielt für sich und irgendwann endet das Spiel und irgendjemand hat gewonnen, sondern wenn man wirklich sich auch so ein bisschen ärgern kann. Ja. Das ist eigentlich verrückt, dass mir das auch gefällt, wenn ich doch kooperative Spiele so gern mag, aber irgendwie ist beides ganz nett. Solange man was mit den anderen Spielern zu tun hat. Okay, jetzt noch zwei Fragen. Erstens. Dann habe ich schon geschafft. Ja. was macht für dich ein gutes Spiel aus? Also was muss rein, dass du sagst, okay, ich habe da jetzt wirklich Spaß dran? Also jetzt gerade hast du Interaktion gesagt. Interaktion, wie gesagt, die Thematik, aber ich muss sagen, der Punkt, wo ich sage, dass ich wirklich richtig Spaß an einem Spiel habe, ist, wenn mir das Gewinnen egal ist. Also wenn ich am Spieltisch sitze und ich spiele und ich spiele und ich spiele und am Ende hat jemand gewonnen, aber es ist nicht Ziel des Spiels zu gewinnen. Okay. Also das Beispiel für mich kommt jetzt auch noch bald, ist The Cave. Bei The Cave sitze ich am Spieltisch und na gut, ich schaue schon mal ein bisschen auf Mehrheiten und Ähnliches, aber ich spiele und ich habe Spaß dran, diese Höhle zu bauen und ich kann auch mir auch Gedanken machen. Und wenn ich am Ende nicht gewinne, dann ist das auch okay. Ja. Okay. Also ich weiß nicht, es gibt ja so Spiele, die sind drauf raus, die muss man gewinnen, sonst machen sie keinen Spaß. Und genau. Ich finde, es soll auch Spaß machen, einfach das Spiel zu spielen. Ja. Ich müsste mir selber mal über meine eigenen Fragen Gedanken machen. Ja, wir drehen den Spieß dann einfach irgendwann mal um. Ja, genau. So, wenn wir dann mal 100.000 Abonnenten haben, machen wir dann das 100.000 Abonnenten-Special mit das Interview zu Basti. Genau. Okay, letzte Frage jetzt noch, es geht auf die Messe in Essen zu. Was interessiert dich da jetzt so am meisten, sag ich mal? Ich denke, es kommt noch mal so eine kleine Messevorschau von uns, ja, wenn wir es zeitlich schaffen. Aber jetzt mal, sag ich mal, deine drei Highlights, wo du dich drauf freust. So, ich würde auf jeden Fall ganz, ganz weit oben ist Dark, Darker, Darkest. Auch wenn ich eigentlich gar nicht so tief in diesem Horror-Genre drin bin, finde ich, also hat das Spiel für mich einen unglaublichen Reiz, da auch einfach so dieses Kooperative da durch das Haus durchfallen und möglichst gucken, nicht von irgendwelchen Mutanten gefressen zu werden und ja, selber nicht zu einem zu werden. Ja, hat einfach da für mich, dann finde ich die Thematik schön und dann das Kooperative passt sehr gut. Das ist definitiv ganz oben. So an zweiter Stelle Spaceship, ich glaube Spaceship heißt das, einfach weil es ist Star Wars mit Schafen, so sieht zumindest das Cover aus. Also allein wegen dem Thema. Ja, richtig. Ja. Also wenn es da nichts, wenn sie da nicht das Spiel komplett verbockt haben, dann kann das nur gut werden. Ja, genau. Ja. Noch eins? Noch eins. So, auf was freue ich mich noch? Ich glaube Dice Tools sind's, hast du mal erwähnt. Bitte? Dice Tools. Dice Tools, ja natürlich, Space Cadets, stimmt. Ja, richtig.
Space Cadets, natürlich Grundspiel, war einfach schon der Hammer. Irgendwie so Reise mit Jerusalem, mit Minispielen. Ja, es ist auch so. Ja. Das ist Reise mit Jerusalem mit Minispielen, ja. Und natürlich, klar, es muss. Muss sein. Okay. Gut, ja, wir schauen, dass wir die auch bekommen, ne? Für, ja, hoffen wir es mal. Viel Spiel haben wir für euch und für Tobi. Und ja, das war's eigentlich schon. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt jetzt Tobi ein bisschen besser kennengelernt, könnt ihr jetzt wieder ein bisschen besser einschätzen. Ist ja auch wichtig, dass man den Rezensenten und seinen Geschmack kennt und seine Interessen kennt und damit man auch seine Meinung noch mal ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, oder halt besser hinterfragen oder halt ja, einfach besser nachvollziehen kann. Ja. Oh, okay. Okay. Vielen Dank. Dann. Und dann hoffen wir mal auf weitere Extra-Lamas. Genau. In dieser Form. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.